Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2 Teil 82. Gerade herrscht Friede, also lasse ich die Uhr gleich weiterlaufen. Ich schaffe ja noch 4 Jahre pro Teil, so dass halt bis zum Ende des Spiels brauche ich noch 20 Teile. Ja. Und wo waren wir stehen geblieben? Mein jetziger Herrscher ist verrückt, das ist natürlich schlecht für die Meinung. Ich habe halt prinzipiell gerade, habe ich es mal geschafft. Das, nee, das ist schon wieder falsch. Eben stimmt es noch. Ja, jetzt habe ich den Vizekönig Balzer von Griechenland eigentlich gerade auserkoren. Beziehungsweise er wurde mir ein bisschen auch vorgeschrieben von anderen. Ah, muss ich doch noch jemand umbringen. Ich glaube, das Verhältnis zu dem ist nicht mehr zu kitten. Zu Schweden können wir mal meinen Kanzler zum Schleim vorbeischicken. Ich bin auch schon in Northumbria. Ja gut, den König von Dänemark will ich auch gerade umbringen. Und hab gute Chancen. So, ach ja, eine Kleinigkeit. Ich wollte, hier gibt's noch diverse kleine Baronien und Städtchen, die nicht zu meinem Reich gehören. Würde ich mal fragen, ob sie... Nö, wollen sie nicht. Das müssen wahrscheinlich auch die vor Ort machen, da die Grafen. Ob die Russen wollen, dass ich weitere Teile von ihnen erobern. Ich wollte sowieso meine Truppen mal wieder Richtung Front, Südfront fahren. Nicht so einfach heutzutage genügend Schiffe für die zusammenzukriegen. 90, das reicht noch nicht. Das reicht. Wollt ihr eigentlich schon mal in die Nähe von Köln abstehen? Ich kann ja einen Stecher dahin machen und die mal rausschmeißen. Aber eigentlich können das auch die lokalen Herrscher mal machen. Dafür haben sie ja ihre Titel. Oh je, katholische Revolte hat er schnell erledigt. Also der Frankenkaiser meine ich. Den habe ich natürlich im Blick. Aber das läuft hier immer noch gegen das Umayyad-Sultanat. Schön, dass das auch gewinnt. Ritter nach Thumbria, Cumberland de Jour, wo... Okay, damit ist sie dann auch beschäftigt. Oh. König von Schweden an Syphilis gestorben, im Alter von 39. König Glump von Schweden ist der Neue. Das für eine. Ein Poet, geduldig, Pussy. Der hat noch schlechte Attribute.
Frohes neues Jahr, immer wenn das Spiel hängen bleibt, wissen wir, es wird ein neues Jahr angebrochen. Hat angefangen. Oh nein. Ich bin krank. Und Skandinavien steht gerade schlecht. Und mittelfristig möchte ich mich auch loswerden. weil ich halt verrückt bin. Im letzten Video habt ihr gesehen, was mein Charakter gemacht hat. Gibt lustige Gesetze raus. Jedes Mal geht das natürlich auf die Stimmung. Komm, kleines Geschenk. Wem willst du anders? Ich zahle aber meine Schulden zurück, dann ist das endlich aus der Welt. Das wird auch nicht vererbt. Und die, meine Bischöfe mögen mich lieber. So macht man es. Ah gut, die sind inzwischen schon weg, die da auch noch waren. Und die Krankheit ist wieder abgeklungen. Oh, die Kutsche, in der der König Christopher von Dänemark heißt, wird einen unglücklichen Unfall haben. Diese Dinger sind Todesfallen. Gescheitert. The carriage was sent flying into a raven, but... Raven? Raven, auf jeden Fall Abgrund. But King Christopher jumped out moments earlier. The driver's con has revealed my complicity in this plot. It's a spineless limit. Ah, der hasst mich eh schon. Attempted murder, minus 400. Ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Stellt euch mal unauffällig nach Münster. Kleines Geschenk, der will sich duellieren. Mist. Slawische Rebellen. Ich glaube, das ist noch nicht konvertiert. Da habe ich den die Konvertierung von den Sunni-Gebieten vorrang gegeben. Wer kann denn am schnellsten was schicken? Ist nicht groß genug. Der eigentlich mit. Ach, auch hier.
Immer wieder Typhus im Kind. Wahrscheinlich nicht mehr dann. Ich muss fragen, wo könnt ihr denn ranfahren? Unsere Hitgermanen fahren lassen sollen. Ich aus meinem Haus will den Tempelrittern beitreten. Hat einen Anspruch auf König von Sachsen. Okay, trotzdem. Dann geben wir einen Segen, mein Sohn. Eine Gruppe von Söldnern soll ihn als Räuber verkleidet erschlagen. Die Straßen sind einfach nicht mehr sicher. Ach, die sind fertig. Oh, er ist gerade runter auf 24.000 Mann. Blöder Aufstand. Erfolg! Hier ist der neue König, auch Mensch. Ach, das ist ein Sohn, der ist sauer wegen seinem Papa. Ah, nee, doch woanders. Da hat sich ein anderer Kaplan darum gekümmert. In Thessalia konvertiert. Ah, was haben wir so lange Laufwege da unten? Jetzt weichen sie aus nach Süden. Eigentlich soll ich den schwedischen König umbringen, aber der hat ja. Oh, es gibt nur einen König von Sachsen. Er hat so eine schön hohe Plot Power schon. Jo, das ist im Frankenreich. Also in Europa Universalis, dort mal als Staat auch immer ein, zwei Rivalen-Nationen. Rollenspieltechnisch muss ich da auf jeden Fall die Franken nehmen. Das wäre aber sehr gefährlich bei den jetzigen Kräfteverhältnissen. Nein, diesmal kann ich gehen. Ich weiß, die Technik ist in einer meiner Grafschaften gestiegen, nicht der Hauptgrafschaft, die ich da hauptsächlich kontrolliere, aber die
nehme das gern zum Anlass zu gucken. I knocked on the door and heard him swear when something was knocked to the floor and broke by the sound of it. When he finally called, come in, I opened the door and saw the messy room filled with weird-looking glasses, stuffed exotic animals, and the man I was visiting in the middle of the mess with synced eyebrows, also versinkten Augenbrauen. Have you tampered with the occult? I got to get out of here and tell everyone. Das ist einfach nur ein Höfling. Hat sogar einen interessanten Anspruch. Er mag mich. Konfrontieren. Konfrontieren ihn. Oh. Jetzt nimmt der Tengri Titel ab. Warum nicht schon früher? Okay, jetzt in einem Heiligen Krieg um Moravia. Ah, hier haben wir es ja. Ja, macht Sinn, das ist so eine Tasche im Frankenreich. Oh, 30.000. Oh, ging schon wieder 90.000. Auf Kinders. Könnte bald losgehen. Der ist 60, das kannst du von selbst erledigen. Lebende Mitglieder 155, da habe ich noch einiges zu tun. Gut, die Frauen haben schon mal einen starken Nachteil beim Herrscher, also 75. Wahrscheinlich waren es, ich habe ja bevorzugt Männer im Rat, also sind es wahrscheinlich eher noch so von den 155, 80 Frauen. Bleiben 75. Oh je. Dunkle Wolken, Typhus mal wieder. Mein Ruf ist nochmal ruiniert. Ah, das hat Ambitionen.
Das müssen die vor Ort selber hinkriegen. Dass nur so 1200 sind. Meine Tochter, da gab es ja leichte Zweifel, aber. Jetzt ziehe ich mal selber, vielleicht gibt es da originelle Ideen, da ich ja verrückt bin. Das bereue ich. Wollte mal was anderes machen. So, ich kann Leute einladen zum Feiern. Er ist gerade sehr grummelig. Geht nicht. Wen kann ich denn einladen zur Party? Ach, da ganz unten war die Option. Ach, das muss man schon scrollen. Gut, ich brenne gleich fest vor, kriege ein bisschen Prestige. Oh, dear kinsman, unfortunately I cannot join you for merrymaking at this time and thank you for kind invitation. The next time King Valdor Finland. Ah, he doesn't know what he's missing. Ich verliere Prestige. Party mit ihm. Ah, die Seuche zieht vorbei in Münster. Er will auch nicht. Ah, sie ist knapp im grünen Bereich. Ach so, sie ist wahrscheinlich. Ja, sie ist gerade im Krieg. Krieg. Du magst sie nicht. Wem ginge das? Darf ich nur Männer einladen? Ist gar nicht. Ich probiere einfach mal den hier. Minus 42. Wäre Spielzeug nicht teilen. Ah, ich habe mir Großzügigkeit gelehrt. Ihr wisst, dass es nicht gut ausgeht, wenn ihr alle meine Party-Einladung verschmäht. Probier mal einen, der mich mag. Um zu sehen, ob das überhaupt funktioniert. Ah, nein, ich mache das nicht mehr überbogen. Kommt das überhaupt einer an? Ah, na also.
Dear kinsman, of course I will come to feast with you. I will bring my best appetite for revelry. Yours, Duke Sutum of Livonia. It should be fun. Intrige hat definitiv mehr gebracht bisher. So, er führt bestimmt persönlich Truppen, man ist ganz gut darin. Truppen, meine ich. Nicht Truppen. Ne? Doris Totum ist er gerade. Ah, mein Fest beginnt. Ach, ja, hier, da kämpfen die. Ja, und den Herzog-Titel gemacht. This party needs some action. I'm going to get undressed. Then perhaps, yes, I bring some animals in here, and maybe, yes, that spear. And set fire to the table, roast the food over it, then wear my pants. Oh, right, I took them off. What now? Haha, there you are. Oh, ouch, I just sat on the spear. How... Amusing, I don't know, why is everybody laughing? This is great. Pass me the wine. Ich krieg this character at a great time. Plus 1 Diplomatie, plus 10 allgemeine Meinung. Und der Duke mag mich für 4 Jahre. The reveling and carousing is over for now. Time to get back to real life. Well, it was fun. Ich krieg Prestige. Carouser. Diplomatie plus 1. Ja. Ganz nett für leichte Effekte, aber hier ist halt auch noch. Hier muss ich denn noch warten auf meinen Mord komplett. Oh, ich kann den König von Irland mit zum Mitverschwörer machen. Hier schleimt der Kanzler für mich rum. König von Dänemark will ihn gar nicht mehr wählen. King Valto the Whisperer. Ein Verräter hat er gefunden. Wen? Bischof Sampo. Wen interessiert's? Er hasst mich, aber... So ein Party-Typ. Der hat auch kürzlich gefallen. Aber dann bringt der Mord gegen ihn ja gar nichts gerade.
Ich will so machen, die Fliegeschütze. Oh, da wieder den Intrige-Fokus, damit kommt man so viel mehr Leute aus dem Weg räumen. In einem Jahr ist wieder. Oh, ein Abenteurer, Olaf Gautzke vom Hof von Björn von Helsingland. Ach so, wohin will er denn? Hier ist aber Abbasid-Sultanat. Viel Glück. Oh, mein vorgesehener Thronfolger hat Dings. Ich mal ein bessere. Die wählen ja alle über ihren Titel. Ja, sogar bei den Herzogtümern wählen sie ihre Nachfolger. Da kann man auch mit Hochzeiten dann nicht so viel machen. Ich glaube, wir müssen da jetzt dazwischen gehen. Sonst verlieren die Karpaten noch sang- und klanglos. Spiel klemmt. Also. Claim Amorea? Wo zur Hölle ist das? Nö, nicht lange. Wir wollen Köln haben. Oh, hell. Das war schlechtes Timing. Da hätte ich mal genau hingucken sollen. Schon wieder eine neue. Oh, die ist im Februar gestorben. Alter von 32. Könnte mal da sammeln. Oh, ist halt noch eine. Hier ist auch noch eine Sunni-Burg, eine fränkische Burg.
Der steht gerade auf meinem. Ich will aber nicht die ganzen. Mit den ganzen Vasallenarmeen unnötig kloppen. Das wäre ja töricht. Über nichts natürlich ist auch nichts. Na gut, von der hätte ich ja nicht viel erhofft. Wieso? Mal gucken, ob die sich in Bewegung setzen, wenn ich auf Köln gehe. Dietrich, finde ich auch toll. Toller Diplomat. Dann schwenke ich halt auch auf Dietrich. Okay, also elective, wenn man in Verbindung mit mehreren höchsten Titeln auf der gleichen Ebene ist, schlecht. Nicht nachmachen. Die gefallen mir nicht, die sollen von meinem Land runter. Können wir hier aber gleich Franken auch verprügeln, die es eigentlich auf die Karpaten abgesehen haben. Das ist ein guter Nebeneffekt. Muss natürlich sehr aufpassen jetzt hier. Weil das ein Multifrontenkrieg ist. Punkt Köln, was für ein Supply Limit hat er? 23.700, okay. Da geht noch ein bisschen was. Ja, eine fränkische Armee, aber die kriegen wir. Oh, die kriegen wir abgefangen. Dann geht mal in die Richtung, falls die Hilfe brauchen. Führt. Nein, da, ich weiß nicht, wo die Reiter hin wollen. Nach Plauen. Ah, nee, sie ignorieren das. Und
Also noch 200 Franken. Den Rest geben will. Also, das heißt, machen wir auch die irgendwie von Voldorla platt. Erwischen wir auch den König von Galizien. Nee, nicht feige werden. Versuch mal mutig zu sein. Mach mal Carvona frei. Nicht akzeptabel, dass die da rumhängen. Na, da knacken wir eben noch die Niederlassung schnell. Ups, die wollen sich mit einmischen. Italienische Armee. Auch ein Lord Wildling finden eine gute Partie für ihn. Prinzessin von Schweden, ja, das kann nicht sein. Das kann nicht schaden, ein paar Goldskis zu Leod Waldingisieren. Oh, ein guter Flügelkommando inzwischen. Oh shit. Im Baron, da will ich lieber das Gold gleich haben. Der Verlust eben war ärgerlich, aber für den Borskow war es nicht so bedeutend, weil da kaum frankische Truppen beteiligt wurden. Wir kommen kurz vor Weihnachten an. Das war noch Syphilis. Smallpox Syphilis. Gesundheit minus 6. Und das ist jetzt RBE ganz schnell erledigt.
und Wetten abschließen, wie lange er noch durchhält mit den beiden Krankheiten. Wir brauchen einen neuen Steward. Gut, dann machen wir dich mal wichtiger. Norse, die Kultur, dass es die noch gibt, wusste ich gar nicht, weil eigentlich spaltet die sich auf in Dänisch und Norwegisch, Nordsch und Dans. Sie hat ja noch die alte Schrift, das ist ja eine ganze. Dutch Culture Effects, nichts Spezielles übrigens, wo ich gerade dabei war. Alfwert führt sie. Wer ist Alfwert? Das wird der von Oldenburg sein. Wo sind die eigentlich gerade? Der sitzt am Hof rum. Achso, der spioniert. Ah, der ist in Köln. Der Bischof Otto. Ah, der hat die anderen in Göttingen. Wir sind beide nicht so toll. Der macht gar nichts, der wird zu nicht zu hoch. Die schicke ich nach Kleve und wenn was Größeres kommt, dann muss ich die beiden zusammenschmeißen und eventuell dafür eine Belagerung halt abbrechen. Ja, 162 Schiffe, danke. Das ist gut, die haben ja alle so viele Schiffe. Kriegsbeitrag, dafür kommt dann Fußtruppen kaum was von denen. Ebene, kein Geländenachteil. Moral fast voll. Oh, jetzt hat er Attrition, okay. Frage mich, kann ich ihn da irgendwie reinlocken, dass er angreift gegen seine Interessen?
Reinige ich das. War noch nicht notwendig. Luft, 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 Luft. Ne, dann hätte ich den über dem Fluss mal losgekriegt. Das machen wir dann nicht. Oh, serbische Truppen greifen an. Mach die weg, die wollen wir nicht in unserer Nähe haben. Na, die entkommen. Geht direkt dahin, belagert ist. Da ist er auf die Karpaten fixiert. Es hat auch einen kleinen Fluss zwischen den beiden. Machen wir mal den Rückweg dicht. Ja, hier ist halt die kleine Moschee von Kaliakra. Die kann ich belagern, aber die ist nicht kriegsentscheidend, diese Belagerung. Ist mir wichtiger, die Armee zu erwischen. Vielleicht bei ihm, dass ich ihn einfach überlebe. Der König von Irland ist ein bisschen akzeptabler. Da schon 57. Immerhin hat er 4 Unterstützer. Kann ich so ein bisschen Richtung Norden treiben, wo sie nicht sein wollen eigentlich. Ja, jetzt gehen sie nach Norden. Also die Vasallen mischen freiwillig wieder gut mit. Oh, hat einen Verbündeten inzwischen. Portugal. Ja, das ist ja niedlich. Moralische Unterstützung und so. Oh, da ist die niedliche moralische Unterstützung.
Duke Eiselwein der Zweite. Könnten Sie bitte mal. Ja, kommt er schnell an, okay. Mai, das kann man sich mal merken. Ups. Was kriegen wir denn dazu? Baracken, Stufe 6, Militia Training Ground, Stufe 4. Fair Ausstellung, okay. Befestigung, ihr Handelswert. Head Penalty gibt es da auch. Weil ich der Zeit der Technik meiner Zeit voraus bin. Bessere Bogen für Britannia. Apropos, ich hatte da noch diesen Franco-Azteken. Will den jemand? Nee, weg ist er inzwischen. Frag mal nicht warum. Oh, das ist mir zu teuer. Für einen Bürgermeister. Ja, 10% Plot Power. Ist auch nicht die Welt. Okay, die pendeln jetzt. Dann belagere ich halt Turno mit der Armee, bis er sich mal auf den richtigen Kampf einlässt. Am 18. kommt er dann. Da gucke ich mal, ob ich ihn vielleicht da verdrängen kann. Stopp. Einen Tag vergeudet. Warte, ist das die gleiche Armee oder? Das soll eben sein, das sieht sehr hügelig aus. Das gefällt mir nicht. Das war mir so aus, als wären da zwei Armeen, die sich gerade vereinigen. Heilige Ohren werden auch zu haben, aber die bringen es jetzt auch nicht so von der Truppenzahl her. Oh, wird die Stunde auch voll. Gucken wir hier gerade noch die wichtigsten, dass wir da die Portugiesen erwischen. Ja, es waren zwei. Zweifel auch zu viele.
Schade, diesen Hochsommer. Er ist über dem Supply Limit von den Provinzen, durch die er latscht. Griechische Armee, ach, die hängen da dran. Oh, die kannst du erwischen. Oh. Nee, das ist selbst mit dem Fluss dazwischen zu viel. Wer hat ja immer so viele Schiffe? Bereit machen, da unten ist ein Brennpunkt, da müssen wir noch was runterbringen. Um 603 Schiffe. Hälfte wird's auch tun. Ah ja, Papst. Verrückt und krank. 16.000 Gold. Ist selber gierig. Das ist riskant. So viel Gold schicken und dann hoffen, dass so viel zurückkommt, nee. Gut, dann lasse ich das Schlachtfenster auf. Die Gräfin von East Anglia führt das an. Sehr gut. Und 10%. Ah, ich habe Berg in Köln erfolgreich besetzt. Soll seine Truppen einfach verhungern. Die Armee in dem Schiff. Mal sehen, wo er hingeht. Ich kann ein bisschen Katz und Maus spielen. Ja, er gewinnt immer noch gegen die Karpaten und ich hoffe, ich lenke ihn genügend ab. 55.000 noch. Den ganz große Schlacht gab es ja noch nicht. So, noch eben gucken, was wird hier als nächstes belagert? Köln, die Stadt? Nee, es ist die Moschee von Köln. Also eigentlich ist das ja die... Ja gut, das, die deutschen Zuschauer wissen das. Steht halt der Kölner Dom in der Stadt Köln, dann ist hier wohl eher der Dom gemeint. Jetzt brauchen wir...
Okay, das können sie flott belagern. Da belagern sie Kleve. Das ist... Was ein bisschen in den heutigen Niederlanden ist oder Belgien. Ich glaube, das ist noch Niederlande. Ja, Amsterdam ist auch noch hier. Ja, der Rhein fließt durch die Niederlande. Gut, so erreichen für heute ist auch schon ein bisschen lang. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Geht's weiter mit dem Krieg um die heilige Stätte Kölns. Wie dringend ist die eigentlich gerade? 62,7% moralische Autorität. Corona Heilige Krieg ist hoch auf 15%, wohl die ganzen kleinen Kriege in Griechenland haben da geholfen. Ja, es sollte helfen. Ach Gott, jetzt will ich doch ganz kurz gucken, ist der Sony-Glaube immer noch auf 100%? 83%, wenn wir den noch ein bisschen mehr abnehmen. Dann vielleicht gibt es auch mal Chia-Kalifen, das würde ich lustig finden. Naja, bis zum nächsten Mal, ciao.